Die Frage ist, inwieweit können die klettern? Na, was ist da rein? Und ob wir vielleicht alle ausschalten sollen? Natürlich alles mit. Gut. Den einen da hinten. Das ist also die Höhle der Hyäne. Gott. Aber keine Spur von Khaliset. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Warum sollte sie eines ihrer treuen Tiere einsperren? Hilfe! Hilf mir! Bitte! Bitte! Hol mich hier raus! Hilfe! Hilf mir! Bitte! Ich will nicht sterben! So. Sie darf mich nicht kriegen! Ich will nicht sterben! Der da. Hilfe! Hilf mir! Bitte! Ja. Ο θεν του πράξεως ηρωικής των εικόν μου σώσει ευτυχίαν του την ποιότης αντιδόκο. Gnade! Hab Dank, Magi! Die Hyäne! Wo ist sie? Ich weiß nicht. Ich bin der Letzte. Die anderen hat sie schon vor Stunden geholt. Wo sind sie? Sie bringt sie um! Ich weiß es! Ihre Hände! Oh Götter! Ihre Hände sind voller Blut! Frieden, mein Freund. Du bist frei. Ich kümmere mich um Khaliset. Wo bringt Khaliset die Gefangenen hin? Und warum? Ein Brief. Er trägt das Symbol der Schlange. Khaliset arbeitet mit dem Orden zusammen. Und sie wissen nicht, dass sie Kieselglas für sich behalten hat. Was wäre das Risiko wert, den Orden zu täuschen? Tja, das wissen wir auch nicht. Hier hat Khaliset geschlafen, geschützt vor den Sandstürmen. Die Lotusblume der Wiedergeburt, die hat sie sicher nicht ohne Grund gepflückt.
Irgendeine Spur fehlt noch. Hm? Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Aber da waren wir doch schon. Oh. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Zu den Pyramiden, da waren wir aber doch schon. Kollege. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Ah, ja doch. Und die Sonne geht auch schon wieder runter. Wieso läufst du hier zickzack, sag mal? Hien. Khaliset muss da drin sein. Gut, der Eingang war... Zu dem ganzen Laden eingegangen. Oh ja. Du! Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeih ich dir die Störung meines Friedens. Sie war eine Störung des Friedens. Okay. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Ho. Okay. Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden!
Diese Barriere, was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Versteckst du dich hier, Hyäne? Oh. Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Noch warm. Und dieses rituelle Messer, das war eine Opfergabe. Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangene mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Das finden wir jetzt heraus. Ein Kind. Mein Kind! Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Khaliset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hier! Okay. Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Hier hinten war doch... Sammeln mal die Scheiben hier auf. Vielleicht hat das ja einen Sinn noch am Ende. Neuübertragung. Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Komm und stell dich hier. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. In genau diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Die Wände erzählten deine Ankunft, als wir einst waren. Sieh sie dir an. Sind sie nicht fasziniert? Ja, und unheimlich. Und wie diese Flora Mildrand? Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es, unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker,
Helle Köpfe, rebellische Herzen. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Sie, wir alle versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Von wem, wussten wir nie. Wir wissen, dass sie von der Zukunft erzählen, die ist, der Zukunft, die war und der Zukunft, die noch kommt. Und hier steht... Wir konnten keine Zeile verändern. Wir konnten keinen einzigen Punkt hinzufügen. Es war klar, wir sollten bestenfalls Boden sein. Aber Boden für wen? Für dich. Wir haben die Fähigkeit, diese Geschichten zu lesen, aus deiner ursprünglichen Vorlage entfernt. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus' Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte, vor mehr als 2000 Jahren. Er malte das Gewölbe, skizzierte es so gut er konnte, aber er konnte nichts sehen. Genauso blind wie du. Du liest vielleicht deine Uhr, wohl auch Sanduhren und Kalender. Doch du begreifst nichts, was über diese primitive Oberfläche hinausgeht. Derzeit übersiehst du noch die wahre Auslegung der Zeit. Und so geht heute der Vorhang auf. Und die Geschichte zeigt sich, tragisch und vollständig. Du liest diese Wände vielleicht nie. Ereignisse spielen sich noch ab, wie sie geschrieben stehen. Doch etwas, irgendetwas muss sich verändern. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Der Leser hat keine Macht. Er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor. Der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Eine Zukunft, in der Schädigende vermieden werden. Eine Zukunft, in der ein geliebter Mensch durch Hinzufügen eines neuen Kapitels wiederbelebt werden kann. Eine Zukunft, in der die Menschheit mehr ist als heute. Eine Zukunft, in der wir vielleicht alle zusammen existieren können. Ja, sprich weiter, schöner Stein. Okay. Sagt mir jetzt persönlich nicht allzu viel. Aber es ist auf jeden Fall faszinierend. So, hier haben wir noch eine Scherbe da drüben. Oh, hallo? Manuel. Dann die vor dir kamen. Das brennt. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Ich begrabe dich im Sand, du Narr.
Feuer gefangen. Ah, Mist. Das muss ich reparieren. Die ist aber auch schnell, ne? Okay, sonst ist hier nichts. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Hier! Ja, musst aber auch treffen. Wuhu! Sind wir nicht verfügbar? Boah. Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Und nun teilst du das Schicksal aller anderen Eindringlinge. Den Tod durch meine Hand. Du versuchst das Unmögliche, Khaliset. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen. Ich hoffe, Senu ist in Sicherheit. Boah, was haben die für Level 24, Alter? Ich glaube, die sollten wir nicht unbedingt killen. Nicht hoch. Die Schüsse kommen von da drüben irgendwo, ne? Die Hyänen sind echt stark. Ah. Weg. Nein. Erstmal hier hoch. So, und dann so. Okay. Mein Kind wird zurückkommen durch die Macht jener, die vor uns kamen. Vor uns gab es nur die Götter. Es gab jemanden zwischen den Göttern und uns. Das ist ihr Geschenk. Du besiegst mich nicht mehr, Jai. Komm und stell dich mir. Ja, wo bist du? Da drüben. Boah. Mein Herz blutet ohne meine Esche an meiner Seite. Sei dankbar. Dein Blut wird helfen, sie zurückzuholen. Deine Tochter ist tot, Khaliset. Nichts kann sie zurückbringen. Gar nichts. Ich rette meine Tochter, koste es, was es wolle. Genug deiner sinnlosen Worte. Dann lassen wir die Waffen sprechen, Hyäne. Bestätigen.
Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein! Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt! Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen! Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Von den eigenen Hyänen. Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Khaliset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Im Reich der Toten nochmal gefressen. Also das ist schon hart. Na gut. Asche zu Asche, Staub zu Staub. So. Ba, 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 ba. Was haben wir hier? Grab mal, findet die antike Tafel. Okay. Ich würde sagen. Dein ist das mein? Nee. Wo war denn der Typ? Der Typ. Ja, wenn wir das jetzt wissen, wo die wüssten, wo die Stadt lang mal war. Ich glaube, das war hier, wo der Markt ist. Ne? Ich kann mal ja nochmal mit dem sprechen. Und vielleicht kriegt man da noch mal ein paar Informationen raus. Vorhin konnten wir auch noch mal interagieren, aber es ging nicht. Wenn wir sein Pferd mitgenommen hatten. Verstehst du? Ist das hier der Markt gewesen? Nö. Nee. Ist bestimmt hier oben gewesen, ne? Hier unten glaube ich nicht. Da ist nochmal ein Ausguck. Na gut, Freunde. Machen wir an dieser Stelle einen Break. Ja, doch, passt. Könnte man direkt nochmal einen Break machen. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja. Ich brauche erstmal eine Aufnahmepause. Beziehungsweise ich muss eine Aufnahmepause machen, weil nebenbei noch rendern und schneiden. Und dann können wir wieder weitermachen. Also, jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!